So, servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in unserer Juli-Challenge. Im Juli lade ich jeden Tag ein neues Video für dich hoch. Ich orientiere mich da einfach an Fragen aus der Community, Fragen, die vielleicht auch von dir gestellt wurden. Und heute haben wir ein Video, welches schon ein bisschen veraltet ist auf meinem Kanal. Und ich würde ganz gerne drei Tipps mitgeben, wie du es schaffen kannst, schnell zuzunehmen. Nicht wundern, ich habe hier auf dem PC noch ein paar Notizen offen, damit ich wirklich nichts vergesse. Und habt ihr auch hier schon mal ein Vorher-Nachher-Bild von mir mitgebracht. Ich selbst habe auch über 20 Kilogramm zugenommen. Kann dir also sagen, worauf es ankommt und was du wirklich umzusetzen hast. Bevor wir jetzt zum Video kommen und ich dir die ersten Tipps mitgebe, habe ich noch eine Ankündigung bzw. etwas, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Videos dir auch schon mitgegeben habe. Dieses Teil hier, das Shake-Buch, wo du einfach mal ein paar Shakes mitbekommst, die du einfach easy zu Hause nachmachen kannst, um endlich zuzunehmen, gibt es im Juli für dich geschenkt. Alles, was du machen musst, wenn du das Ding haben willst, ist, mich auf Instagram anzuschreiben und zu sagen, hey, ich habe dein Video gesehen und ich hätte ganz gerne auch eine PDF, sodass du dir diese Shakes zu Hause nachmachen kannst. Ich würde mich im Gegenzug selbstverständlich darüber freuen, wenn du auf diesem Video gerne einfach mal einen Daumen nach oben da lässt, den Kanal abonnierst und mir vielleicht auch mal ein Feedback gibst und nach Fragen stellst, dass ich dann vielleicht auch noch ein paar Videos für dich machen kann. So, lass uns anfangen. Wie gesagt, ich habe meine Notizen hier offen. Wir nehmen heute auf, schnell zunehmen als Mann, drei Tipps. Und den ersten Tipp, den ich dir direkt mitgeben möchte, der trifft in diesem Fall heute auch mal gut auf mich zu. Wir haben heute Sonntag, wir haben auch schon 15.51 Uhr, ich muss gleich noch zum Friedhof, hab mir also dann gedacht, ey, du verbindest es einfach und fährst vorhin ins Büro und nimmst auf jeden Fall heute ein Video auf. Der erste Punkt, der erste Tipp ist also dieser Mindset-Shift. Du musst ein Macher werden. Das klingt doof, das Wort wird auch irgendwo immer wieder missbraucht, aber damit du etwas verändern kannst in deinem Leben, egal in welcher Hinsicht, musst du dich ändern. Du brauchst den Mindset-Shift, du musst dein Mindset verändern, sodass du es halt wirklich mal durchziehst. Denn wir wissen alle, dass Zunehmen an sich nicht unbedingt kompliziert ist, wenn man ein paar Schritte einfach befolgt. Oder wenn man sagt, hey, ich suche mir jemanden, der mir das beibringt. Oder wenn man sagt, ich gehe vielleicht mal ins Fitnessstudio, ich besorge mir Bücher, ich mache vielleicht ein paar Lizenzen, Pläne und so weiter. Du musst es machen. Das ist der Punkt Nummer 1 und der Tipp Nummer 1, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte. Tipp Nummer 2, schau mir nach. Ernährung, ja, ich habe es also gesplittet, Mindset, Ernährung, Sport. Tipp Nummer 2 bezieht sich auf das Thema Ernährung. Du musst verstanden haben, worauf es ankommt, ja, es kommt einfach auf ein paar Punkte an in deiner Ernährung. Um endlich zuzunehmen, musst du so ein paar Dinge verstanden haben einfach. Die erste Sache, die du auf jeden Fall verstanden haben musst, ist, dass dein Körper einen Energieüberschuss braucht. Wenn du dauerhaft im Defizit rumläufst, das heißt, wenn du weniger isst, als dein Körper verbraucht, dann kannst du nicht zunehmen. Das ist faktisch einfach so. Wie man dann am einfachsten die Ernährung umstellt bzw. optimiert, das lernst du gerne bei mir. Ich lade dich auch jetzt nochmal herzlich dazu ein. Trag dich mal unterhalb ein für ein kostenloses Erstgespräch und dann entwickeln wir einfach mal einen Plan für dich, den du auch gerne dann alleine machen kannst, wie du dann auch endlich schaffst zuzunehmen. Ja? Wie du vielleicht auch mal in den nächsten Monaten 10 Kilo draufpacken kannst. Der zweite Punkt an meinem Thema Ernährung ist die Makronährstoffverteilung. Die Makronährstoffverteilung muss passen, um da so zumindest dir ein bisschen Mehrwert noch mitgeben zu können. Schau dir mal deine Proteine an. Schau dir mal an, wie viel Protein du wirklich zuführst oder halt auch nicht zuführst. Das kann einen riesengroßen Unterschied machen und ist somit Tipp Nummer 2. Tipp Nummer 3 ist das Thema Sport. Und da ist es ähnlich wie beim Thema 2, beim Tipp Nummer 2, das muss passen. Ja? Du musst den passenden Sport für dich finden, der muss in erster Linie Spaß machen, das steht außer Frage. In zweiter Linie darf der aber nicht zu viel Energie kosten und muss dir in dritter Linie vielleicht auch die Möglichkeit geben, mal ein bisschen was an Muskulatur aufzubauen und vielleicht auch so auf dem Weg deinen Körper zu formen und ein bisschen schneller zuzunehmen. Ja? Also Tipp Nummer 3 ist das Thema Sport und da solltest du danach schauen, dass du vielleicht mal einen Sport anfängst, der dich dabei unterstützt zuzunehmen und nicht eher dagegen wirkt. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Auch da, wenn du da eine Frage hast oder lernen willst, was du denn da eigentlich wirklich zu machen hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Genauso wie auch hiermit, schreib mir eine Nachricht auf Instagram, sag mir, hey Philipp, schick mir mal bitte dieses Shake-Buch zu und ich schick's dir zu, sodass du dann dir vielleicht auch mal ab zu Hause ein paar coole Zunehm-Shakes machen kannst. So. Das soll es mit diesem kurzen, knappen Video hier im Juli sein. Ne? Ich nehme jetzt jeden Tag hier ein Video für dich auf. Das ist meine Challenge für den Juli. Ich möchte dieses Jahr gerne noch die 10.000 Abonnenten knacken. Dafür brauche ich deine Hilfe. Das heißt, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier diesen Kanal. Wenn du eine Frage hast, kannst du es gerne unterhalb kommentieren. Und im letzten Schritt gehst du bitte hin, schreibst mir bei Instagram, dass du das Ding hier haben willst. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Philipp.
Deep down, I know I'm a fighter. Deep down, I know my desires. Everybody thinks that I'm just a liar. They don't know what I got inside ya. I'm the one to fight fire with fire. I'm the type who never lets me get tired. Mess with me and they never will find ya. Yeah. People tell me I won't get it. They don't know me cause I'm cold winning. Always in the ninth, I close innings. Always in my mind.